warum ich heute Donnerstag auf der Gamescom, ja, mein erster Vlog würde ich es nennen. Ich durfte heute ganz viel anspielen. Ich durfte unter anderem Battlefield 5 anspielen. Ich durfte Total War anspielen. Ich durfte sogar... Ich überlege gerade, irgendwas durfte ich noch anspielen. Genau, ich durfte Dying Light 2 durfte ich auch anspielen. Es war echt interessant. Und ich werde euch, denke ich mal, einfach jetzt noch ein paar Ausschnitte von heute einblenden. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss! Ich bin gerade auf dem Weg von meiner Unterkunft weg. Vielleicht seht ihr das. Ich habe hier eine riesige Reisetasche auf dem Rücken. Auf dem Rücken. Denn ich werde ja heute Abend direkt nach der Gamescom zurückfahren. Und deswegen werde ich mein Gepäck jetzt am Bahnhof einlagern. Und werde dann am Samstag nochmal zur Gamescom aufbrechen. Und dann schauen wir einfach mal, was ich da noch alles zu sehen bekomme. Ich werde heute nochmal auf jeden Fall durch Cosplay Village laufen. Da gibt es also... ganz großen Stand für Cosplay. Dann werde ich mal gucken, vielleicht sehe ich den einen oder anderen bekannten Menschen da, ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns nochmal später wieder. Spätestens, wenn ich zurückfahre. Ja, ich bin gerade auf dem Bahnhofsvorplatz, habe mein Gepäck jetzt eingelagert und ich werde jetzt nochmal zurück zur Messe fahren. Und ja, wir sehen uns später wieder. Thank you.
einen zum Beispiel Sam gesehen, also Fabi. Ich habe Pro Gamer View gesehen, ich habe Sarazza und Gronk gesehen, tatsächlich, die sind da lang gelaufen. Ja, ich weiß gar nicht, ich muss abschließend sagen, ich war echt ganz zufrieden, auch wenn ich nicht ganz alles anspielen konnte. Eine Sache hat mir gefehlt, aber da war halt irgendwie konstant eine 6-Stunden Warteschlange. 6 Stunden. 6 Stunden steht man da an. Das muss man sich mal vorstellen. Da stehen Leute 6 Stunden an und spielen dann noch 20 Minuten. Ja, blöd gelaufen. Aber ich denke, für mich kann ich sagen, ich hatte sehr viel Erfolg. Ich kann ganz viel anspielen. Und ich würde sagen, genießt die Bahnfahrt mit mir noch.